alles schön wegräumen. Zack, zack, zack. Das könnte er natürlich auch mal ein bisschen alleine machen. Ich meine, er hat gesagt, Kara war seit... Kara, richtig? Kara war seit... Genau, Kara war seit 2 Wochen weg. Das heißt, einfach 2 Wochen lang hat hier niemand sauber gemacht, oder was? Und hat sich überhaupt mal jemand um das kleine Mädchen gekümmert? Er scheint sie ja nicht sonderlich gut, sonderlich doll zu mögen. Okay. Er wollte wohl irgendeinen Kredit aufnehmen und das wurde abgelehnt. Ich frage mich überhaupt, wie so ein Typ, ich meine, ich weiß ja nicht, was ist er denn vom Beruf, das haben wir natürlich noch nicht erfahren, wie der sich überhaupt einen Androiden leisten kann. Er sieht jetzt vielleicht, er sieht nicht unbedingt aus wie jemand, der sehr hart arbeitet und viel, viel Geld verdient. So ein Android kostet schon mal 7000. Aber naja, kann man sich ansparen. Verdammt, Mann! Hier sieht es schon ganz gut aus. Ich gehe nach oben. Tu einfach deine Arbeit und hör auf, mich zu nerven. Okay, der Typ ist... ein absoluter Pain in the Ass und wahrscheinlich auch abhängig, oder? Ich meine, was, ich weiß nicht, was genau das da ist, was der sich da zieht, aber gesund ist es nicht. Die arme Kleine, was ist wohl passiert in der Zeit, wo wir nicht hier waren? Was wird vielleicht noch passieren in der Zeit, wo wir hier sind? Das ist so ein Teil des Spiels, wo ich mich noch ganz, ganz vage dran erinnern kann. Aber gut, er hatte ja auch gesagt, von wegen Autounfall. Und dass Kana deswegen 2 Wochen lang nicht da war. Ja, war es denn ein Autounfall? Oder ist der Typ vielleicht auch ein ganz kleines bisschen... Okay, wir lesen uns jetzt nicht immer alles durch, ja? Das ist also... nicht immer alles, aber schon so das meiste, sag ich mal. Vielleicht ist der Typ ja auch gewalttätig. Also überraschen würde es mich absolut nicht. Und vielleicht hat er Kana auch... oder Kara. Kara auch irgendwie kaputt gemacht und geschlagen und deswegen musste sie repariert werden. American Football hat sich dem Einsatz von Android-Spielern bisher erfolgreich widersetzt. Wichtige Spiele sind noch eine rein menschliche Angelegenheit. Doch angesichts der Präsentation von CyberLifes Demo-Android, QB1000, einem Quarterback, der von Endzone zu Endzone werfen und ein 15 cm großes Ziel treffen kann, könnte sich das bald ändern. Das Modell ist außerdem mit dem 1500 Spielzügen programmiert, mit über 1500 Spielzügen. Von Klassikern wie Bootlegs und Handoffs bis hin zu spezielleren Manövern, die alle in Echtzeit angepasst werden können. Bei einem CyberLife-Event in Detroit wurde der QB1000 vorgestellt. Der Hersteller zeigte eine Reihe von Prototypen, die das Potenzial modernster Technologie demonstrieren sollen. CyberLifes neueste Technologie bringt die Fans zum Schwärmen. Doch Roy Kenstone, Gründer der Anti-Androiden-Fangruppe, sieht auch einen düsteren Aspekt. CyberLife weiß genau, was sie mit dieser Demonstration anrichten. Sie hoffen, unseren Sport so zu verzerren, wie sie es mit allen anderen gemacht haben. Trotz dieser Bedenken betrachten andere es nur als Frage der Zeit. Im Basket und Baseball werden bereits Androiden-Spieler in Erwägung gezogen. Ein Quarterback mit LED könnte schon bald Realität sein. So eine Tablet-Bücher sind das scheinbar. Aber gut, das ist jetzt vielleicht nichts so Neumodernes wie die Androiden. Also so E-Books und sowas. Wahrscheinlich auch mit Nachrichten, das weiß ich jetzt nicht, aber E-Books ist ja klar, gibt's auch. Antidepressivum, okay. Das ist schon mal immer kein... Oh shit. Da ist eine Waffe. Okay, gut. Vielleicht sollte es mich nicht wundern. Eine Waffe. Du hast einen Dialog oder eine Aktion freigeschaltet. Oft vorteilhaft. Okay. Wir wissen, dass da eine Waffe drin ist und die Tatsache, dass dieser Text jetzt gerade kommt, heißt, wir werden vielleicht irgendwann mal darauf zurückgreifen müssen. Sollten wir irgendwie eine Waffe benötigen, wissen wir, dass sie sich in diesem Zimmer befindet. Das ist sein Zimmer, mit Sicherheit. Todds Zimmer.
Und der schluckt Antidepressiva und dann noch in Verbindung mit irgendwelchen Drogen. I don't know, wie ich das finden soll. Beseitige die Unordnung, lüfte das Zimmer. Soll ich den Fernseher anschalten? Ich meine, ich kann es tun, aber... Und jetzt zum Sport. Als erstes Basketball. Okay, gut, da... Das kennen wir schon. Das ist irgendeine Kinderserie. Weitere 225.000 Jobs wurden im Oktober in der US-Wirtschaft abgebaut. Ja, das kann ich mir denken. Hat auch mit den Androiden natürlich zu tun. War das irgendwas Besonderes oder warum wurde das so dargestellt, als wäre das irgendwas Krasses gewesen? Weg da! Digga, du bist so ein Bastard. Ich möchte gern dein Zimmer aufräumen. Es dauert nur 2 Minuten. Ist das okay, Alice? Die sieht so traurig aus. Auch das war scheinbar eine Möglichkeit für irgendetwas. Wir waren bestimmt Freunde vor meinem Reset. Vielleicht können wir das wieder sein. Dein Vater sagt, von dir kommt mein Name. Kara. Klingt nett. Wie kamst du darauf? Erzähl mir doch etwas von dir. Was du gerne tust, wo du gern hingehst, dein Lieblingsessen. Das würde mir sehr helfen. Was ist mit deiner Mutter? Kommt sie bald heim? Glaube ich nicht. Ich glaube, die Mutter kommt nicht mehr heim und ich glaube, der Grund dafür ist der alte Sack. Okay, ein Schlüssel. Ein Schlüssel für eine Tür, die ich vielleicht öffnen sollte, um Klarheit zu bekommen. Vielleicht aber auch nicht. Oh. Bestimmt für diese Kiste sogar. Okay, gut, dann wird es vielleicht doch in Ordnung sein. Das ist dann ihre Kiste. Ich dachte schon, das ist irgendwas von ihm. Shit. Eine blutende Frau. Ein blutendes Mädchen. Das ist sie und Todd, oder? Na, er hat die Mutter wahrscheinlich geschlagen und dann ist sie irgendwann abgehauen. What the fuck? Er hat sie getötet oder ist sie bei einem Unfall gestorben?
Nee, sie ist glaube ich bei einem Unfall gestorben. Ich glaube nicht, dass er sie umgebracht hat. Die ist wahrscheinlich... Die Mutter ist wahrscheinlich gestorben und das hat wahrscheinlich Todd total fertig gemacht. Der ist wahrscheinlich gar nicht damit klargekommen und ist deswegen jetzt so psychisch komplett im Arsch. Und deswegen ist die Kleine auch so still. Und wahrscheinlich auch wegen ihm. Gut, alle optionalen Aufgaben getan. Das hat mit Sicherheit auch noch seinen Vorteil. Nach neuen Anweisungen fragen. Ich soll mich noch mit der Kleinen mich beschäftigen, ne? Also theoretisch. Gehst du bitte da runter, Kara? Gehst du... Kara? Kara? What the fuck? Bin ich stuck? Kara? Danke. Das war weird gerade. Was machst du da? Ich spiele. Du spielst? Ich weiß, was du denkst. Du denkst, dein Dad ist ein Loser. Ein scheiß Loser. Kriegt keinen Job, sorgt nicht für seine Familie. Glaubst du, ich hätte nicht alles Mögliche versucht? Was ich auch mache, jemand kommt mir in die Quere und versaut mir alles! Ich weiß, was du von mir denkst. Du hast mich. Du hast mich, oder? Sag es! Du hast mich! Gott, was mache ich denn? Er tut mir aber auch ein bisschen leid dabei. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich hab dich doll lieb, glaub mir. Er ist auch im Arsch. Ich hab dich ganz doll lieb. Er will's nicht. Er ist aber nie. Er ist, glaube ich, keiner, der einfach gerne gewalttätig ist, sondern er hat einfach ein Problem. Er hat ein richtig großes Problem. Er hat richtig große Probleme und kommt damit einfach nicht klar. Aber deswegen ist es natürlich trotzdem falsch, dass er eine Tochter hier zu leben hat, wenn er nicht klarkommt. Er muss sein eigenes Leben erstmal in den Griff kriegen, sonst bringt das ja nichts. Okay, neben Geschirrwaschen hätte ich ja noch andere Sachen machen können, habe ich scheinbar irgendwie nicht gemacht. Staubsauger aktivieren. Ich hätte auch... Was gut, okay, wahrscheinlich ist das hier dann einfach Staubsauger nicht aktivieren, wa? Im zweiten Stock haben wir wirklich alles gemacht. Im ersten Stock... Nee, wobei hier. Eine Sache habe ich tatsächlich nicht gemacht. Okay. 5. November, 38. Auch hier wird wahrscheinlich zwischen den Charakteren immer in der Story geswitcht. So wie in... fast allen Spielen dieser Art. Wow, das ist ein cooles Haus. Was soll ich sagen? Das ist ein Androidenvogel. Lol. Auch ganz cool. Auch sehr nice, dieser Modus hier, dass du auch wirklich immer in der Umgebung sehen kannst, wo du etwas inspizieren kannst, so dürften wir theoretisch nicht wirklich viel übersehen, sag ich mal.
Das sieht auch ganz nice aus. Boah, wow, mit so einem... Alter, das ist aber actually nice, oder? Das fühle ich ja total. Dieses Skelett, dieses... Ist das so ein Dino-Skelett? Das ist doch so ein Dino-Skelett, oder ist das ein Skelett von irgendeinem Fisch? Von einem Hai, von irgendeinem... Ich weiß es nicht, ich kann es gerade keinem Tier zuordnen. Aber das ist irgendwie nice. Also das hat was. Von der Dekoration her finde ich das cool. Natürlich jetzt nur ein Tier töten, um sich das quasi hier hinhängen zu können, ist grundsätzlich natürlich scheiße, keine Frage. Aber also rein vom Design her muss ich sagen, hat das schon was. Ich hoffe, das ist keine ist das eine ausgestopfte Giraffe? Oder sozusagen ein Modell einer Giraffe? Wenn es ein Modell ist, cool. Wenn es eine ausgestopfte ist, ja, nicht so cool. Guten Morgen, Carl. Guten Morgen. Es ist 10 Uhr. Es ist leicht bewölkt, 12 Grad Celsius. 80% Luftfeuchtigkeit mit hoher Regenwahrscheinlichkeit am Nachmittag. Klingt nach einem guten Tag, um im Bett zu bleiben. Ich habe die bestellte Farbe abgeholt. Oh ja, ganz vergessen. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir, nicht wahr, Marcus? Du vergisst nie irgendwas. Zeigen Sie mir Ihren Arm bitte, Carl. Nein. Carl? Dankeschön. Ich bin gerade erst aufgewacht und schon wird es unangenehm. Menschen sind so schwache Maschinen. Sie gehen viel zu schnell kaputt. All die Mühe, um sie zu erhalten. Was ist mit dir passiert? Oh, es ist nichts. Nur ein paar Demonstranten auf der Straße, Carl. Was für ein Haufen Idioten. Glauben die wirklich, es hält den Fortschritt auf, wenn sie Androiden verprügeln? Ich hoffe, du bist nicht verletzt. Oh, nein, nein. Sie haben mich nur geschubst, Carl. Mir geht's gut. Okay. Ich bringe sie jetzt ins Badezimmer. Oh. Er ist Künstler, glaube ich. Liegt heute eigentlich irgendwas Besonderes an? Ja, die Eröffnung ihrer Retrospektive im Museum für moderne Kunst. Der Direktor hat schon... Wo ist denn der Esstisch? ...viermal angerufen und möchte wissen, ob sie kommen. Ich habe mich noch nicht entschieden. Das werden wir dann später sehen. Wait, da wollte ich nicht lang. Okay, gehen wir einfach diesen Weg. Nur die übliche Fanpost. Ist schon beantwortet. Irgendwas von Leo? Nein, Carl. Soll ich ihn für Sie anrufen? Nein. Nein, lass gut sein. Oh, wait. Das hier ist keine Tür. Okay. Dann sind wir hier einen kleinen extra Weg gegangen. Ja, auch nicht schlimm. Wait, hat die Treppe irgendwie eine... Hat die Treppe eine Funktion fürs... Ja, natürlich. Das hätte ich mir ja denken können. Da hat Carl auf jeden Fall dran gedacht. Esstisch, da sieht mir diese Tür danach aus. Ich hab Hunger. Ihr Frühstück ist fertig. Speck und Eier, so wie Sie sie mögen. Danke, Marcus. Gern geschehen.
Holy shit, imagine Marcus. Also es sieht ja irgendwie so aus, als wäre Marcus so der, der Karl am allernächsten steht. Imagine, der vererbt ihm einfach so dieses Haus, wenn er stirbt. Ich meine, er ist ein Android. Ich weiß nicht, ob das überhaupt schon rechtens ist. Aber angenommen, das dürfte man. Das wäre halt sick. Aber ich glaube, ich weiß nicht, Androiden dürfen ja eigentlich keinen eigenen Willen haben. Sie müssen ja jemand anderem gehorchen und jemand anderem dienen. Also schätze ich mal nicht, dass die ein eigenes Haus haben dürfen. Danke, Marcus. Fernseher! Die Spannungen der Arktis verkaufen sich, seit Russland das Gebiet einseitig als Teil seines Staatsgebiets deklariert hat. Seit Samstag haben russische Kriegsschiffe in der Barentssee Position bezogen. Und die russische Flagge weht über dem Eisfeld. Warum suchst du dir nicht was zu tun, während ich frühstücke? Klar. Okay, klar. Zu Russland gehört. Dein Gegner erklärte letzte Nacht, der amerikanische Botschafter auf einer Krisensitzung der Vereinten Nationen erneut, dass die Vereinigten Staaten... Such dir eine Beschäftigung, okay. Wir könnten wieder etwas lesen, right? Der Nordpol, wieso Russland ihn will. Russlands Interesse am Nordpol hat sich nach der Entdeckung von kostbaren Mineralien, die tief im Eis verborgen sind, noch verstärkt. Viele werden bei der Synthetisierung von Tirin benötigt. Die Produktion von Androiden dominiert zunehmend die Wirtschaft der USA und Russlands, doch hier geht es nicht nur um das BIP. Zusätzliche Tirium-Reserven würden beiden Nationen erlauben, moderne Androiden-Modelle zu testen und ihre militärische und industrielle Produktion zu steigern. Fügt man noch die strategische Bedeutung der Region hinzu, die Russland über Norwegen und Dänemark, Grönland mit Europa und Kanada verbindet, dann rücken die Aussichten auf eine friedliche Lösung des Konflikts in weite Ferne. Aber ein Sprecher der NATO ist optimistischer. Beide Nationen profitieren von einer stabilen, produktiv Arktis-Region. Ein Konflikt nützt niemandem etwas. Präsidentin Warren hat diese Auffassung kürzlich torpediert. Es ist ganz einfach. Russland hat in der Arktis nichts zu suchen. Wenn der Kreml das nicht versteht, sorgen wir dafür, dass er es versteht. Typisch. Fernseher aus. Menschen sind so deprimierend. Nichts als Gier, Dummheit und Gewalt. 5000 Jahre Zivilisation, um an diesem Punkt anzukommen. Wo er recht hat, hat er absolut recht. Ist das Schach? Das ist ein Schachspiel, oder? Wow. Schach Extended, Alter. What the fuck, was ist das denn? Ja, lass spielen. Aber kann ich das mit mir... Ist das ein Spiel, was ich mit mir selber spielen kann, oder was? Ach, ich spiele gegen ihn. Lust auf eine Party Schach? Sicher, ja. Blitzschach. Blitzschach, gerne. Ich sag mal unentschieden. Ein seltsames Unentschieden. Okay, ich sag die Wahrheit. Komm, er wirkt nicht einer, wie mir das übel nimmt. Tja, ich weiß, Sie verlieren nicht gern, aber Sie wollen auch keinen geschenkten Sieg. Ein Unentschieden ist ein sehr guter Kompromiss, nicht wahr? Eines Tages werde ich nicht mehr für dich da sein können. Du musst dich selbst beschützen. Und selbst entscheiden, wer du sein möchtest und werden willst. Diese Welt mag niemanden, der anders ist, Marcus. Lass dir von keinem sagen, wer du sein sollst. Gehen wir ins Studio. Okay, mehr andere Beschäftigungen kann ich wohl nicht machen, nicht wahr? Er wartet ja jetzt immerhin auf mich. What the fuck? Das ist ja wirklich insane.
Wo waren wir stehen geblieben? Zieh das Laken weg. Das sind auf jeden Fall ganz coole Bilder, die er da malt. Das hat auch irgendwas. Aber ich mag ja auch so blau. So Ozeanblau mag ich generell gern. Und wenn man das ein bisschen abstrakter macht, ist schon cool. Aber ich bin absolut kein Kunstexperte, also. Vielleicht laber ich da auch Bullshit. Wobei, Geschmack. Über Geschmack lässt sich nun mal streiten, ne? Da gibt's kein falsch und richtig. Guck mal, das ist bestimmt die Hand eines Androiden, oder? Eine blutende Androidenhand, deswegen blau. Und die tropft. Also, würde ich jetzt zumindest denken. Oder aber es ist halt wirklich eine Hand irgendwie und da tropft Wasser runter. Beides theoretisch möglich, aber ich glaube eher Androidenhand. Also, was hältst du davon, Marcus? Ich muss wirklich sagen, ich finde es ganz gut, tatsächlich. Ja, es hat das gewisse Etwas. Hm. Etwas für mich Undefinierbares. Ich glaube, ich mag es. Die Wahrheit ist, dass ich nichts mehr zu sagen habe. Jeder Tag, der vergeht, bringt mich näher an mein Ende. Ich bin ein alter Mann, der sich an den Pinsel klammert. Karl. Aber genug von mir. Lass mal sehen, ob du Talent hast. Versuch es mal. Versuch, was zu malen. Malen? Aber was soll ich malen? Einfach irgendwas. Versuch's einfach. Schon im Real Life kann ich nicht malen und jetzt auch noch hier. Okay, ich könnte die Statue, Tisch, Karls Bild. Dann wird er wieder sagen, ich soll wahrscheinlich anders. Ich soll anders, also ich soll mich von anderen abheben. Ich mal mal die Statue. Wow, das sieht krass aus. Perfekte Kopie der Realität. Doch beim Malen geht es nicht um das Kopieren der Welt. Es geht um Interpretation, Verbesserungen. Deine eigenen Sichtweisen. Karl, ich glaube, das kann ich nicht. Das steht nicht in meinem Programm. Na los, mach schon. Geh an die Leinwand. Also Androiden sind doch in der Lage, das Bild perfekt zu kopieren, aber wenn's... Tu mir einen Gefallen, schließ die Augen. Schließ die Augen. Vertrau mir. Wenn's an die eigene... wenn's an die eigene Kreativität geht, da stoßen dann die Maschinen an ihre Grenzen, ne? Stell dir etwas vor, das nicht existiert. Etwas Unbekanntes. Jetzt konzentrier dich. Auf das, was du jetzt fühlst. Und führe deine Hand unbefangen über die Leinwand. Guck mal, das Licht ist jetzt grün, nicht blau. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Androiden, Menschheit oder Identität? Ich mach mal Identität, weil das das Abstrakteste von den dreien ist. Verzweiflung, Zweifel. Gefangener nicht. Dann eher vielleicht Zweifel.
Wow, das ist auch echt nice. Oh mein Gott. Hey Dad. Leo. Hab dich nicht kommen hören. Ah, ich war in der Gegend. Dachte, ich schau mal rein. Wurde auch Zeit, nicht? Geht es dir gut? Du siehst nicht so aus. Oh ja, ja, alles klar. Er braucht Geld, aber, oder? Ich brauch Kohle, Dad. Ich wusste es. Schon wieder? Was ist denn mit dem Geld von neulich passiert? Naja, es ist halt weg, weißt du? Ja. Ja, du bist wieder drauf, nicht wahr? Nein. Nein, nein, das ist es echt nicht. Ja, lüg mich nicht an, Leo. Was macht das für einen Unterschied? Ich brauche Geld, das ist alles. Tut mir leid. Die Antwort ist nein. Was? Warum? Du weißt warum. Verständlich. Ja, ja, ich weiß warum. Dir liegt mehr an deinem Plastikspielzeug als an deinem Sohn, hä? Sag schon, Dad, was macht ihn besser als mich? Ist er klüger? Oder folgsamer? Nicht so wie ich, hä? Aber weißt du was? Das Ding ist nicht dein Sohn. Nur eine Scheißmaschine! Leo, das reicht jetzt! Es reicht! Dir liegt nur was an dir selbst und deinen Scheißbildern. Du hast nie jemanden geliebt. Du hast mich nie geliebt, Dad. Du hast mich nie geliebt. Halte ich für Schwachsinn, ohne dass ich deren Beziehung von früher kenne. Glaube ich nicht. Er will nur das Beste für ihn und deswegen will er ihm kein Geld für Drogen geben. Vollkommen verständlich und nachvollziehbare Entscheidung. Also ich bin da voll auf Karls Seite. Gut, dass Leo eindringt und um Geld bittet, ist wohl... Also das passiert immer, man sieht es ja, egal was ich nehme. Ja. Es würde auch wahrscheinlich immer aufs Gleiche hinausführen, je nachdem, ob ich jetzt Identität, Menschlichkeit oder Androiden genommen hätte. Hier hätte alles gleich, alles gleich. Also, das ist immer, das ist noch relativ linear tatsächlich. Ich glaube, nachher gehen die Wege viel, viel weiter auseinander. Also, es ist auch hier egal, mit was wir uns hier die Zeit vertrieben hätten. Es kommt aufs Gleiche hinaus. Und damit, Dankeschön fürs Einschalten, Leute, erstmal. Hier kommt eine kleine Aufnahmepause. Und bis zum nächsten Part.